Ja Leute, willkommen zurück zum weiteren Part von Let's Play Super Mario Galaxy 2. Wir sind an der Oberwelt angelangt von Welt 1 und wir gehen zurück in die Hochgarten-Galaxie. Dort haben wir bereits unseren ersten Powerstern ergattert und ganz ehrlich, ich bin heiß darauf, den zweiten mir auch gleich direkt zu holen. Ja, ich bin schon gespannt. Der dornige Schlüsselhüter. Das hört sich schon stark nach dem weiteren Bosskampf an. Der dornige Schlüsselhüter. Ach, und das ist nur eine Piranha Plank gemeint. Eine etwas größere. Ja, wir werden schon gucken. Ja, das hat sich schon einiges verändert im Vergleich zum letzten Mal. Unter anderem so viele Kettenhunde. Warte mal, kann ich die zerstören? Bevor sie mich zerstören. Ich will kurz einfach die mal angreifen. Nein! Bitte nicht! Ja gut, okay, ich habe mich nur selbst erwischt. Ich will das gerade austesten. Ja, kann ich zerstören. Okay, bringt aber nur 3 Sternteile. Ich meine, ja, Sternteile sind hier sehr, sehr wichtig, aber auf die 3 jeweils kann ich verzichten. Alter, das ist ja relativ alles anders geworden. Na. Ach so, ich weiß schon genau. Übrigens, diese Dinger hier sind Kokosfrüchte. Mit denen kann man relativ viel, ich sag mal, aufspringen. Unter anderem auch diese Schatztruhen. Warte mal, ist da oben irgendwas? Ach, diesmal ist es sogar versiegelt. Ja, ich verstehe schon. Ach, da hinten ist ein Luma in Gefahr. Oder eingesperrt. Hol mich hier raus. Irgendwo hier muss ein Schlüssel sein. Ja gut, jetzt weiß ich, warum hier die Schatztruhen sind. So, auf den warte ich kurz. So, jetzt. Okay, das ist nur ein Stern. Wobei, der ist nice. Das heißt, ich kann kurz mal die Kettenhunde ver... Ach, das muss man sogar. Warte mal, was passiert, wenn ich da jetzt verkacken würde? Also in Richtung, dass ich, ihr wisst schon, den Stern nicht nutze, um die Kettenhunde zu verprügeln. Ich meine, würde jeder machen, aber kann ja sein. Ich habe keine Ahnung. Eine Schatztruhe ist da vorne noch, die hole ich ganz schnell. Wir gucken, was da noch drin ist. Ein One-Up! Mittlerweile das 14. innerhalb vom zweiten Part. Vom Anfang des zweiten Parts. Nicht zu vergessen. Vielen Dank, ich verwandle mich nur in einen Sternring. Springe mich hinein, schüttle mich von denen und weiter geht's. Ja, für alle, die es noch vergessen haben, wie man sich hier weiter bewegt. Neuer Planet! Hier geht's weiter, warte mal. Ach, da unten ist der Sternring. Okay, das bedeutet, hier muss irgendwo eine Öffnung sein. Und da ist wieder so ein Stern. Geil, warte mal, die Großen bringen sicher mehr Sternteile, da bin ich mir sicher. Das nutze ich kurz mal aus. Ah, der ist zerschlittert. Ja, ein bisschen mehr. Ich fahre mal ein bisschen. Wie schon gesagt, die Sternteile werden zu einem späteren Zeitpunkt sehr wichtig werden. Von denen kann man wirklich nie genug haben. Trotzdem, wo ist jetzt eigentlich diese scheiß Öffnung? Ich muss die erst finden. Ach da. Ja gut, hab sie. Mhm. Und hier gibt's auch einen Checkpoint. Oh nee, und die Gravitation ändert sich leider auch ein bisschen. Och ja. Das erste, wenn man so will, gröbere Hindernis für mich. Sollte hier irgendwo landen. Ja. Warte mal, diese Knöpfe... Nee, okay, nee. Ich dachte, man könnte die vielleicht wieder umwandeln, dass man Sternteile weitere bekommt. Aber ich sehe schon, wo es weitergeht. Er hat alle möglichen Hindernisse hierher gepackt. Vor allem solche Viecher, ey, nee. Sparkies, Alter. Ach, hier ist der Sternring gleich. Ich dachte, hier wäre noch ein bisschen ein gutes Stück weiter vorne. Na, passt. Was ist das denn jetzt? Das ist ein sehr kleiner Planet. Ach so, ja klar. Verstehe schon. Ach, das ist so ein Teil, was nicht so weiter... Ah, ja, verstehe schon. Ich denke mir gerade, es taucht jetzt alles danach auf.
Trotzdem aufpassen, nicht von dem Kugelbilly erwischen lassen. Wenn mich darunter stößt, dann hätte ich ein Problem. Schatten-Marius voraus, mach dich aus dem Staub, sobald sie dich verfolgen. Was, Schatten-Marius? Och nö. Nö, 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 bitte nicht. So ein kleiner Mario Morgana oder was? Das sind sogar mehrere Mario Morganas. Hab's aber. Ah, okay, und jetzt ist er down. Na gut, dann weiter im Text. Noch ein Checkpoint. Scheint, als wäre das Ziel noch ein gutes Stück entfernt. Hier ist der Stern. Oh, ich weiß schon, was los ist. Hier kurz mal verschanzen. Das heißt, hier muss irgendwo... Ach, deswegen diese dornige Herausforderung. Der Kollege hat wahrscheinlich den Schlüssel, den wir brauchen. Ja, ist tatsächlich so. Und für was ist da vorne jetzt eigentlich diese Stange? Hä? Zum Strippen oder was? Keine Ahnung, für was ist die Stange dann da? Oh, hoppala. So, jetzt geht's. So schnell. Passt. Hab den Stern. Trotzdem fällt mir gerade auf, ich habe eine Kleinigkeit, glaube ich, übersehen. Ist das wirklich schon der letzte Stern aus der Galaxie gewesen? Wenn ja, dann habe ich eigentlich ein Problem. Zumindest müsste ich dann wirklich was übersehen haben. Ach, ich wünschte, ich könnte dir besser helfen, als dir nur von der Seite aus zuzujubeln. Wüsstest du eigentlich, dass dir jemand mit einer weiteren Wii-Fernbedienung helfen kann? In dem Fall schicke ich dann einen meiner Assistent-Luma zur Hilfe. Die Assistent-Luma sind eine große Hilfe bei Bösewichten, Wichtern und beim Sammeln von Sternteilen. Wenn du also die Unterstützung von einem echten Partner willst, probier es doch mal aus. Ja, nee, wir machen es als Singleplayer-Let's Play, deswegen, ja. Nee, brauchen wir nicht. Ach, und jetzt höre ich endlich diese schöne Musik. Ich mag den Soundtrack auf dem Raumschiff Mario echt sehr gerne. So, ich kann kurz euch mal jetzt das Schiff hier zeigen. Also wie gesagt, es gibt nicht sonderlich viel zu begutachten. Ich meine, später dann vielleicht ein bisschen mehr, aber jetzt ist halt das komplette Schiff noch relativ leer. Da kann man noch nicht rein. Irgendwo müsste es, glaube ich, noch einen versteckten Raum geben. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, wo. Was war denn nochmal? Ah, da war er, oder? Ja, genau. Genau. Hier ist jetzt leider noch nichts zu sehen, aber das kommt später dann noch. Ja gut. Dann würde ich sagen, wir gehen in die nächste Galaxie. Ich gucke trotzdem jetzt kurz nochmal. Ist da noch ein dritter Stern? Wenn nicht, dann fuck. Nee. Ja, und da unten seht ihr dieses fehlende Symbol. Schaut rechts unten bei dem Bild. Da ist so ein strichlierter Kreis. Verdammt. Gut, das bedeutet, ich werde wahrscheinlich schon mal das erste Mal cutten müssen. Oder beziehungsweise ich werde auch am Schluss dann einblenden, was fehlt. Ah, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Endlich, Yoshi befreit. Heißt die nächste Mission in der Sternen-Yoshi-Galaxie. Ich glaube, der Name sagt schon alles. Da vorne ist es. Das Yoshi-Ei. Aber leider noch ein bisschen eingekesselt. Ich komme meinem besten Partner schon zur Hilfe. Im ersten Augenblick hat es gar nicht so viel Unterschied im Vergleich zur letzten. Also schon deutliche Ähnlichkeit, ne? Naja, wird schon. Okay, nee, da hinten, ich sehe schon was Neues. Oh Gott. Och nee, das sieht stark nach einer Bergkletterpassage aus. Je nachdem, ob wir die heute schon erreichen. Aber die Gegner sind bis jetzt dato noch kein Problem für mich. Wie bekomme ich den Yoshi da raus? Okay, damit sollte sich die Frage erübrigt haben. Tatsächlich nur deine Kamek. Ich dachte jetzt wieder irgendwo so ein Schlüssel oder so. Ne. Ja, nice. Dann komm raus, mein Freund. Yoshi ist aus dem Ei geschlüpft.
Du hast mich gerettet. Ich wollte meinen Freunden helfen, aber Kamek hat mich eingesperrt. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir sie gemeinsam retten. Mach schon, hüpf auf meinen Rücken. Hm. Ja, und was kann Yoshi so? Das, was er eigentlich immer kann. Er hat eine Zunge, die er jetzt gerade nicht einsetzen kann, wenn nichts in der Nähe ist. Und er kann natürlich strampeln. Das Klassische halt. Ja, und Drehattacke kann er natürlich auch. In dem Fall macht sie halt Yoshi für uns, indem er seinen, ich sag mal, Kopf ein bisschen einsetzt. Tut bestimmt ein bisschen weh, aber ja. Und nein, ich wollte den Ding hier haben. Jetzt. Den bekomme ich nämlich, glaube ich, nur dann, wenn ich von Yoshi abspringe. Ich glaube, ein normaler Strampler hätte hier jetzt, glaube ich, nicht gereicht. Ja, ich schaue mich noch ein bisschen um. Früchte mag er natürlich auch sehr gerne, deswegen, ja. Gönn dir. Er setzt sie aber noch immer nicht ein. Oder habe ich die Funktion noch gar nicht? Ja, statt jetzt will er sie nicht. Keine Ahnung. So, ach, und da ist es. Du hast eine Kometenmünze erhalten. Sammel so viel du kannst, um Schabernack-Kometen anzulocken. Genau das ist nämlich jene Sache gewesen, die wir in der vorherigen Galaxie vergessen haben. Die werden wir dann später suchen. Die war jetzt sogar sehr einfach versteckt. Einfach nur auf dem Ding da drauf. Richtig auf dem Bildschirm. Warum denn? Ach so, ging das mit der Zunge. Das muss ich mit der Ding machen. Oh, meine Güte. Mir bleibt doch nichts erspart. Aber das muss ich gleich noch ein bisschen üben. Das Ding, das funktioniert noch nicht ganz. Warte, ich muss es kurz mal ein bisschen anders hinlegen. Geht's jetzt? Okay, das Ding will noch nicht ganz. Ich habe so ein Gefühl, dass meine Sensorleiste ein bisschen beschädigt ist. Zumindest will sie nicht immer. Hey, was jetzt? Wait. Ne, schaut euch mal an, die leckt ein bisschen. Ja, dann müssen wir kurz mal ohne Zunge durch. Ich muss gucken, wo ich die am besten hinplatziere. Damit das auch wirklich angeht. Ah, jetzt auf einmal. Aber auch nur sehr schwach. Ja, ja, Sensorleiste halt. So, einmal probiere ich noch. Ich glaube, jetzt passt's. Ja. Was ist da? Nein, weg damit. Das ist ein böses Ding, glaube ich, gewesen. Und zwar ein ganz böses Ding. So, hier ist wieder so ein Portal. Ja, dann nutzen wir gleich mal aus. Okay, und dieses Mal gibt's... Ja, diesen Raum kennen wir schon. Nur dieses Mal gibt's keinen Stern. So, diesmal müssen wir... Autsch! Mit Yoshi das probieren. Warte mal, kann ich den verschlucken auch? Passt, hab ich. Okay, das war knapp. Und da vorne ist eine goldene Frucht. Warte, die gönne ich gleich Yoshi. Oh, der wird sich bei mir ordentlich bedanken. Jetzt die goldene Frucht. Boah. Der freut sich richtig, der Yoshi, hundertprozentig. Hä? Achso. Die kann er sogar in einem gar nicht runterschlucken. Ne? Da braucht er ein bisschen mehr Kraft. Na gut. Nee, Alter, wie viele Sternteile habe ich jetzt bekommen? Und da ist ein Würfel. Gönnung. Münzner. Nice, Münzner. Komm, nimm auch bitte alle mit, mein Freund. Ist hier irgendwas Besonderes auf dem Planeten? Weil ich sehe da gar nichts. Hä? Ach so. Kann ich die auch verschlucken, ne? Ja. Ich habe so ein Gefühl... Ach, hier ist ein Scherenring, okay. Ich dachte mir gerade so, what the hell? Wo ist denn der? Na passt, Rätsel gelöst. Ja, Yoshi müsste, glaube ich, alles was verschlucken können. Piranha Plants nicht, aber... Die sind auch das wenigste Problem. Warte mal, konnte er die Dinger da auch verschlucken? Ich glaube schon, oder? Ja, konnte er. Das muss zwar scheiße wehtun eigentlich, aber... Why not, wenn er schon kann? Nutzen wir das gleich mal aus. Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Also, ganz ehrlich, ich meine... Hast du was Stachliges verschlucken? Das, nee. Ist mir noch nie passiert zum Glück, aber... Ich meine, es gibt ja Leute, die alles Mögliche verschlucken. Man hört laufend immer wieder mal so in den Zeitungen oder so oder in den Nachrichten, dass irgendwie Leute an... Was weiß ich, sterben, weil sie irgendwas verschlucken. Irgendein Junge ist vor kurzem erstmal gestorben, weil er ein Taschentuch verschluckt hat oder so, was in der Art. Boah, das muss so schmerzhaft sein.
Da läuft mir sofort kalt den Rücken runter. Taschentuch verstecken vor Dale. Oder was weiß ich. Ich habe auch schon von Kindern gehört, die irgendwie ihren Touchpin verschluckt haben vom Nintendo DS oder so. Deswegen gibt es auch diese Anweisung, man sollte Kindern nie was Verschluckbares geben. Deswegen, Nintendo DS immer unter Aufsicht, weil dieser Touchpin, den kannst du leicht mal verschlucken. Ich habe zum Glück noch nie irgendwie sowas Grobes verschluckt. Oder Münzen sind auch so eine Sache, die gerne mal verschluckt werden. Das weiß ich noch von der Serie von Dr. House. Da gab es auch so eine Folge, wo so ein kleines Kind mal so eine Münze verschluckt hat und die komplette Folge damit verbracht, irgendwie diese Münze rauszubekommen. Na gut, so hier ist dieses Gebiet, was ich vorher schon gesehen habe. Ja, genau, und jetzt gibt es hier eine weitere Funktion, die nur Yoshi beherrscht. Wenn man solche Blumen hier sieht, dann kann sich Yoshi an denen lang schwingen. Sprich, jedes Mal, wenn wir solche Blumen sehen, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass irgendwo Yoshi ist. So, und jetzt gerade macht der Ding wieder Probleme. Zumindest, okay, er will nicht ganz nach oben. Weiß auch nicht. Ja, dann halt nicht. Hauptsache hier in dem Bereich funktioniert's. Ja, tatsächlich, da oben geht's dann gar nicht. Ich werde gucken, vielleicht schaffe ich es irgendwie, die Sensorleiste zu fixen oder irgendwo besser zu platzieren. Okay, hier sehe ich. Ja, wartet mal. Hä? Warte, wie habe ich das immer gemacht? Jetzt. Ich will da kurz hoch. Die Münzen nehme ich nämlich mit. Na gut. Nochmal so eine Spinne. Oder nee, ist das eine Spinne? Ja, ich glaube schon. Ich weiß jetzt gar nicht den Namen von denen mehr. Die haben auch irgendeinen speziellen Namen, aber gerade keinen Plan welcher. Weiteres One-Up wieder. Genug. Oh, nein, nicht runterfallen. Ich bin gerade am Gelände lang gesprungen. Nicht empfehlenswert. Gelände springen. Nein! Er hat den Goomba gar nicht verschluckt. Ach, wenn er... Okay, wenn ein Goomba Flügel hat, also wenn er ein Paragoomba ist, dann schluckt Yoshi zuerst die Flügel und er fällt. Schön, dass mir das jetzt erst gesagt wird. Das kann auch ein bisschen bitter enden, die ganze Geschichte. Okay, die kann auch verschlucken, tatsächlich. Man muss an denen aber auch wieder ziehen. Ach, und hier ist der Stern. Wo geht's hier hin? Ins Nichts. Ja, von mir aus. Zum Üben wahrscheinlich. Oder irgendwie so. Achso, nee, der Stern geht da hoch. Ja, gut, dann. Ich bin mir gerade unsicher, ob da oben nicht noch sogar etwas sein könnte. Nee. Glaube ich nicht, das ist nur ein Gitter. Da wird schon nichts sein. Ach, Yoshi-Missionen sind immer schöner. Und das ist damit unser dritter Powerstern. 9 Minuten haben wir gebraucht. Wir bekommen satte 162 Sternteile obendrauf. Oh, und nochmal. Ah ja, stimmt. Für Münzen bekommt man dann später auch noch immer wieder mal One-Ups dazu. So, und Raumschiff Mario kann durch den dritten Powerstern jetzt weiterfliegen. Es geht mich ja nichts an, aber was ist das für ein Ding? Du weißt doch, dass wir hier auf dem Schiff keine Geheimnisse voneinander haben sollten, stimmt's? Dann mal ehrlich, du fängst doch wohl nicht an, uns Eier vom Außerirdischen in den Garten zu legen, oder? Ja, er kennt natürlich Yoshi nicht. Ja, und genau das ist eine dieser Sachen, die auf diesem Raumschiff passieren wird. Es werden immer wieder mal neue Gegenstände, neue Charaktere oder was weiß ich hier auf dem Schiff dazukommen. Ja, und in dem Fall ist es jetzt Yoshi, der sich auf der Nase von unserem Raumschiff Mario sich breit macht. Und hier gibt es gleich eine Kleinigkeit. Wartet. Ach so, schön, Früchte für Yoshi. Gibt noch ein paar Sternteile und so weiter und so fort. Soll ich jetzt alles schlucken? Gibt es überhaupt was? Ich weiß es nicht. Da gibt es ein Wonderbo, so wenn ich jetzt alle verschlucke. Warte kurz. Tatsächlich. Okay, nice. Jetzt kann ich mit Yoshi rumlaufen. Und hier ist noch so ein Ding.
Wait, noch ein One-Up, let's go. Wenn es klappt. Ja, es klappt. Hätte ich dieses Würfelglück auch nur im Mario Party, ey. Ich schwöre es euch. Na gut, Leute, ich würde sagen, der heutige Part ist an dieser Stelle lang genug und ich werde euch jetzt ganz kurz noch die Sternen, die Kometenmünze einblenden, die ich in der ersten Galaxie vergessen habe. Also bis gleich. Ja, Leute, im ersten Part habe ich es, glaube ich, noch hinterfragt, ob man auf die Dinger hier drauf kann und ja, man kann drauf und man muss sogar drauf, denn da unten sieht man schon, die Kometenmünze ist tatsächlich auf diesem Wege versteckt. Fail. Ja, aber schön, dass wir es herausgefunden haben, Leute. Vor allem, man hätte das wirklich ohne Probleme sehen können. Alter, bin ich eigentlich blöd, oder? Ja, irgendwie schon. Na gut, Leute, dann wisst ihr, wo die ist und ich mache schnell das Level fertig und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.